Was geht ab? Hier ist auch Number One Dalai. Ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Zurück zu Minecraft, zu mein eigenes Haus. Heute wieder ein spannendes Thema. Heute geht es um das Büro und deswegen legen wir los. Ab geht es in die Ego-Perspektive und wir fliegen ganz langsam dorthin. Wir stürzen das mal ab und jetzt schweben wir. Gott sei Dank. So, was ich sagen wollte, noch eine Sache. In dem letzten Video kam es ja eigenermaßen sehr gut an, eigentlich ja perfekt, also very nice. Dankeschön für die ganzen Kommentare, für die Däumchen nach oben und mal schauen, ob es auch wieder mal bei diesem Video so wird, weil eure Meinung ist natürlich wieder gefragt. Wie findet ihr das Büro hier bei mein eigenes Haus? Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare bitte. Übrigens, in dem letzten Video gab es ja zu sehen das Gamerzimmer hier. Und das kam auch sehr gut an. Nochmal ein Dankeschön dafür, dass ihr zugeschaut habt. Aber eine Sache noch, wenn ihr dies verpasst habt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu der Playlist von dem Haus. Und dort könnt ihr die ganzen Videos abchecken. Natürlich auch das Gamerzimmer, was übertrieben geil beleuchtet worden ist. So, wir fliegen jetzt erstmal hier hinein ins Büro und checken erstmal die Lage ab. Was gibt es denn hier so zu sehen? Wir fangen am besten von links nach rechts an. Das heißt, ja, hier ist ein Baum. Eine Pflanze, sehr edel, sehr schön, aber das ist sehr interessant. Einen Wasserspender, sowas sieht man beim Arzt oder bei DM oder wiederum vielleicht bei euch zu Hause. Wenn man hier zum Beispiel auf den Knopf drückt, dann kommt Wasser raus und das finde ich richtig geil. Das muss ich auf jeden Fall auch mir irgendwann mal im Leben gönnen, weil sowas ist cool, kann man immer wieder wechseln, aber im Moment müssen wir das nicht wechseln hier bei Minecraft, weil er ist voll. Hier haben wir einmal einen Kopierer. Dort kann man hier oben das Papier hineinlegen, kopieren und dann auf der Seite kommt das fertige kopierte Blatt heraus. Was gibt es denn hier zu sehen? Das erste, was ich sehe, ist, das Fenster ist offen. Ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, wie viele Fenster hier bei mein eigenes Haus gebaut worden sind, aber mehr als circa 50 Fenster und eins davon von den ganzen Fenstern ist hier in dem Büro offen. Einfach mal zum Belüften. Ist natürlich riskant, weil hier unten ja der Tresor ist, aber naja, ein bisschen lüften muss man natürlich. Oh, Google Chrome, das als Bild hier auch sehr elegant. Rot, gelb, grün und in der Mitte blau, kennt ihr ja. Hier eine Pinnwand zum Beispiel, wo auch Blätter oder Notizen dran geheftet werden. Sehr interessant, auch sehr wichtig. Jetzt gucken wir uns mal den Schreibtisch an. Dort unten einmal der Rechner, Tastatur, Maus und einmal der Monitor, also der Bildschirm. Hier unten der Papierkorb mit Papier drin. Das checken wir einfach mal vom Nahen aus, oder? Ja, Papier ist da drin. Auch hier natürlich ein Bürostuhl mit Rollen drunter. Wie gesagt, checkt es genau ab, dieses Büro, wie das gebaut worden ist. Und schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare. Mir ist das sehr wichtig, weil ich jedes Kommentar durchlese, eure Bemerkungen, ob es gut oder schlecht ist, mit Begründung natürlich nicht zu vergessen. Und ja, dann sehen wir uns dann bei den Kommentaren wieder, oder? Würde ich mal sagen. Dann gehen wir weiter hier nach hinten. Hier ist einmal ein Schrank, wo auch Ordner drin sind. Hier zum Beispiel auch gefärbte. Jetzt gehen wir hier hoch. Was gibt es denn hier? Ein Bild. Das ist bestimmt der Opa, der hier arbeitet, bestimmt der Enkel oder wie auch immer, kann man sich selbst denken. Aber was ist denn hier? Das ist eine Pflanze. Hier ist natürlich der Tresor. Sollen wir einfach mal im Tresor einfach mal einbrechen, um zu gucken, was dort drin so gebaut worden ist? Das ist interessant bestimmt. Wir brechen jetzt einfach mal ein. Oha, doppelt dick. Oha, was gibt es denn hier? Gold. Hier gibt es Gold. Was gibt es hier unten? Ein Diamantenblock, ein ganz großer, krass. Das wurde hier versteckt, okay. So, dann machen wir das direkt wieder zu. Nicht, dass ich das vergesse und der Nächste klaut das. Auf gar keinen Fall. So, schmeißen wir den Block wieder weg. Hier auf der linken Seite ist auch wieder eine Pflanze. Hier auch wieder Ordner ohne Ende, Schubladen, Bücher, Ordner. Einfach nur crazy. Wurde hier eigentlich auf dem Schrank auch was gebaut oder wurde dort nichts gebaut? Okay, diesmal nichts. Aber wie man das auch sehen kann, wie ich die Schränke gebaut habe. Hier zum Beispiel mit den halben und die ganzen. Und dann hier zum Beispiel mit den Quarztreppenstufen hier. Dass es eigenermaßen so aussieht, ob man die Schränke auf- und zumachen kann. Krass. Wie ist es denn, wenn man hier rausguckt eigentlich? Gegenüber ist die Küche. Kann man eigentlich davon was erkennen? Ja, kann man.
da ist der Kühlschrank. Ja, krass, da ist der Tisch. Okay, hier zum Beispiel ein Brunnen, hier der Pool im Garten. Aber dazu kommen wir noch zu den nächsten Videos. Ich glaube dennoch, wir sind fast durch, außer eine Sache, die Lampe hier. Die kann man natürlich auch an- und ausmachen. Ich trinke jetzt einfach mal Milch, um zu gucken, wie das aussieht im Dunkeln hier drin. Okay, so sieht es aus. Man kann natürlich auch die Lampe hier an dem Hebel ausmachen und natürlich auch wieder anmachen. Cool. Natürlich kommt das Licht nicht bis unten hin, leider bei Minecraft, aber Fantasie ist Fantasie und bleibt Fantasie. Muss ich einfach mal zu sagen. Ist ein Fantasiespiel, wenn man so diese ganzen Sachen gestaltet. Und ja, ich bin einigermaßen durch. Wir gehen jetzt hier hoch und dann checkt auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht die anderen Videos kennt, die Videobeschreibung ab. Den Link befindet sich dort. Ich bin jetzt mal an dieser Stelle raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ein Support ist kein Mord. Teilt dieses Video bei euren Pros. Ich bin raus. Euer Number One Dollar. Tschüss und bis bald. Ciao.